Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich mir ein Problem anschauen, was ich sehr oft habe und wovon ich annehme, dass ihr es auch sehr oft habt. Denn das Problem ist folgendes: Es gibt mittlerweile sehr viele Digitalkameras auf dem Markt und leider haben diese Kameras nach und nach immer mehr dasselbe Problem. Die Kartenslots werden immer kleiner, kleiner, kleiner. Und ich habe hier sehr starke Probleme, mit meinen Fingern diese Karten noch zu greifen und herauszuziehen. Dieses ist so richtig schlimm, wenn ich dann so eine Kamera in einem Rig verwende, wie zum Beispiel hier. Hier komme ich dann gar nicht mehr an die Karte heran. Hier ist es mir mittlerweile schon passiert, dass ich meine Karte abgebrochen oder zerstört habe oder sogar den Kartenslot beschädigt habe. Um hier dieses Problem etwas in den Griff zu bekommen, gehe ich folgendermaßen vor. Ich nehme meine SD-Karte und klebe auf der Rückseite der SD-Karte, so wie ihr es hier seht, ein Isolierband oder ein sehr starkes Klebeband auf. Achtet darauf, Klebeband zu verwenden, was flexibel ist. Also ich empfehle hier, wie gesagt, dieses schwarze Isolierband. Allerdings verwendet hier nicht das ganz billige Isolierband. Dieses löst sich mit der Zeit auf und hält nicht besonders gut. Nehmt hier hochwertiges Isolierband und klebt hier an eure Speicherkarte, so wie ich es hier tue, eine kleine Lasche auf. Diese Lasche ermöglicht es uns nun, unsere Speicherkarte zu greifen. Ich demonstriere das euch einfach mal. Habe ich hier meine Speicherkarte eingesteckt, kann ich mir einfach diese Lasche hier schnappen und kann so meine Speicherkarte herausziehen. Dieses bringt mir nun einen sehr großen Vorteil, denn so kann ich schneller meine Speicherkarten wechseln. Besonders schlimm ist das zum Beispiel hier bei der A6000 oder A6300 oder natürlich auch hier bei der RX10 M3. Hier wurde auch leider der Kartenslot sehr klein gestaltet. Somit habt ihr die Möglichkeiten, eure Karten schneller zu wechseln und macht die Karten vor allen Dingen nicht mehr kaputt. Und noch ein wichtiger Hinweis, bevor ihr den Kartenslot schließt, achtet darauf, dass auch wirklich die Lasche mit nichts kollidiert oder in irgendeiner Form störend wirkt. Sollte das der Fall sein, verwendet bitte die Karten mit den Laschen nicht. Probiert es also vorher aus und verwendet es nur dort, wo es auch wirklich funktioniert. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Hat euch mein Tipp in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.